Wie ihr bereits auf dem Thumbnail erkennen konntet, hat mich ein Avell-Paket erreicht. Beziehungsweise, was heißt hier eins? Nein, mich haben gleich zwei Pakete erreicht. Oh Gott. Oh, und wenn ihr wissen wollt, was hier drin ist, dann bleibt jetzt gerne dran. Hi, meine Lieben. Ja, ihr habt absolut recht. Ich habe an einer Glocke. Ist auch in Ordnung, ich bin der absoluten Büchersucht einmal wieder verfallen. Aber dieses Mal hat mich nicht nur ein Paket erreicht, sondern auch ein zweites. Aber an dem zweiten ist etwas ganz Besonderes, denn dieses Paket ist nicht für mich, sondern es ist für euch. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was da vielleicht eventuell drin ist und warum das für euch ist, dann bleibt jetzt gerne dran. Erstmal packe ich mein Päckchen aus und dann seid ihr dran. So, ich bin bewaffnet mit meinem Cuttermesser. Ich habe das hier auf meinem Hocker stehen und schneide eben mal gerade. Ihr hört es hoffentlich, das Päckchen auf. Dann hebe ich es einmal hoch und zeige es euch von oben. Und dann können wir auch eigentlich schon loslegen. Ja, das zweite Paket ist wie gesagt für euch. Seid neugierig, bleibt dran und seid achtsam. Man weiß ja nie, was man dafür machen muss, um zu erfahren, was in diesem Päckchen ist. Erstmal kommt hier ganz viel Füllmaterial raus, weg damit. Dann kommt das wunderschöne neue Avell-Lesezeichen zum Vorschein. Ich finde das richtig, richtig klasse. Das habe ich jetzt schon bei einigen anderen gesehen und habe gedacht, oh, da hat Avell ja richtig was Schönes gemacht. Finde ich toll, haben sie gut designt und ich bin total begeistert. Und dann kommt hier die obligatorische Werbung, die da immer so beiliegt, irgendwelche Gutscheine. Und von oben sieht mein Paket so aus. Ja, da blicken euch schon die ersten Bücher entgegen und ich würde sagen, wir starten auch mit eben diesen welchen durch. Das erste Buch ist Live Forever von Amy Tolkington. Das ist ein Buch, das ist, glaube ich, 2016 erschienen. Ich habe schon ein bisschen was darüber gehört, aber nicht wirklich viel. Ich kann mich auch nicht mehr an den Inhalt erinnern, aber es interessierte mich auf jeden Fall und deswegen wollte ich es gerne haben. Ich lese es mir gerade durch, weil es wirklich nicht viel ist, oder beziehungsweise ich lese es euch vor. Liv würde alles dafür geben, Malcolm noch ein einziges Mal berühren zu können, um ihm ihre unendliche Liebe zu gestehen. Doch Liv ist tot, eigentlich. Ja, das ist der Inhalt des Buches. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der verrät auch nicht sonderlich viel, aber wir schauen einfach mal, wenn ich es gelesen habe. Ich glaube, ich habe für meine Bestellung 53,95 Euro bezahlt und habe dafür 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee, 8 Bücher bekommen. Ich glaube, es sind 8 Bücher. Also es geht total klar. Für 53 Euro 8 Bücher, das ist einfach ein absoluter Schnapper. Live Forever sah perfekt aus. Da war nur der Mengenexemplar-Stempel dran. Deswegen habe ich da gar nichts mehr zu gesagt. Auch dieses Buch sieht eigentlich recht gut aus. Es ist unten ein bisschen angeschmutzt, aber das ist nicht schlimm. Ansonsten in guter Zustand ist Skullduggery Pleasant 9. Sterben des Lichts meine ich natürlich, oh mein Gott. Ich brauche jetzt noch den 8. Band, dann habe ich, glaube ich, soweit alle Skullduggery Pleasant Bänder, die erschienen sind, bei mir zu Hause. Dann fehlt mir noch diese 13 Kurzgeschichten und 9,5 gibt es, glaube ich, auch noch, aber ich weiß es nicht so genau. Ich bin da gerade nicht so ganz up-to-date bei Skullduggery Pleasant und dann werde ich es wohl mal langsam lesen müssen, ne? Es ist ja irgendwie mal an der Zeit. Ich habe das Hörbuch hier angefangen, das hat mir damals gut gefallen und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ah, hier steht es doch sogar. 7,5 gibt es, sorry. 7,5 und dann Apokalypse Wow, 13 ultimative Stories. Ja. Das zu Skullduggery Pleasant und auch dieses sieht halt wie gesagt gut aus und es war halt günstig und ich dachte mir so, nimm's einfach mit, Jessie. Dann hat mich ein weiterer Folgeband erreicht und zwar Voice of Freedom von Emma Trevane oder wie sie ausgesprochen wird. Das ist der zweite Teil von Songs of Revolution und das hat sich halt einfach gut angehört und ich dachte mir, nimm den zweiten Teil auch gleich mal mit, weil dann hast du sie. Ich weiß gar nicht, ob das eine Dilogie ist oder ob das drei Bände hat. Dieses Buch ist hier etwas angedatscht, aber das ist nicht schlimm. Also das ist wirklich aushaltbar. Dann hat es auch den Mängelexemplar-Stempel. Ansonsten sieht es perfekt aus. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. In Songs of Revolution geht es irgendwie um einen Jungen, oder um eine Welt, wo man nur bestimmte Musik hören darf und die machen aber in einer Band andere Musik und werden dann erwischt. Irgendwie so war das, glaube ich. Schaut da einfach mal vorbei. Ich verlinke euch alle Bücher in der Infobox. Außerdem hier eingezogen ist noch ein zweiter Teil. Ich war auf dem Folgeband-Trip irgendwie, ich weiß auch nicht. Nämlich Dem Horizont so nah von Jessica Koch. Das ist der zweite Teil von dem... Den Himmel so nah...
wie heißt der erste? Ich komme gerade nicht drauf. Das ist ja diese sehr emotionale Geschichte, die Paddy sehr gelobt hat. Und ja, ich möchte es einfach probieren. Ich möchte mich austesten. Das hat hier hinten so diese Eindingsung, wo halt durchgestanzt wurde. Das geht auch ganz schön weit, auch in die Geschichte noch mit rein. Aber das ist nicht so schlimm. Also man kann ja trotzdem lesen. Dann, es hängt ja jetzt ja zusammen, aber halb so wild. Ansonsten guter Zustand oben, Mängelexemplarstempel und alles im grünen Bereich. Außerdem erreicht habe ich noch ein Magellanbuch und oh mein Gott, das ist noch eingeschweißt. Ich freue mich, nämlich dieses hier, du oder sie oder beide. Da geht es, glaube ich, ich lese es euch vor. Was würdest du tun, wenn ein Fluch auf deine Familie läge, der nur durch deinen Tod gebrochen werden kann? Wenn nur dein Tod deine Zwillingsschwester weiterleben lässt, würdest du für sie ertrinken? Das hört sich so toll an, das hört sich so Mystery Thriller an und ich bin absolut dabei und ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe, es wird mir gut gefallen und ich berichte euch natürlich, sobald ich es gelesen habe. Ich habe tatsächlich immer noch kein Magellanbuch gelesen. Ist das nicht eine absolute Schande? Also ich finde schon. Welches Magellanbuch könnt ihr mir denn eigentlich so empfehlen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Bei Avell gibt es ja auch immer diese coolen Pakete, wo man eine ganze Reihe oder mehrere Bände einer Reihe zusammen kaufen kann. Und tatsächlich gab es hier jetzt eins, was mich interessiert hat und was ich mir deswegen holen musste. Es hat 12,99 Euro, glaube ich, für beide Bücher gekostet. Und sie sehen toll aus, wie ich finde. Es dreht sich dabei um Nicole Beaulieu-Rodness, keine Ahnung, ob die so ausgesprochen wird, Schicksalstanz, die Tochter der Elfe und Unheilsblick, die Tochter der Elfe. Die beiden sind im Gulliver Verlag erschienen, sehen wunderschön aus, wie ich finde. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich die so günstig schießen konnte. Die kosten sonst 14,95 Euro, also ich habe weniger als für ein einzelnes Buch bezahlt und das ist natürlich super. Wie gesagt, die sehen klasse aus, die haben unten, den Mängelexemplarstempel. Und ja, ich freue mich darauf, die zu lesen. Die sind auch recht dünn, das ist eigentlich total gut. Da kommt man bestimmt schnell durch. Und dann sind wir auch schon beim letzten Buch für dieses Paket, auf jeden Fall von meinen Büchern. Und zwar ist es das Jahr, in dem sich Kurt Cobain das Leben nahm, aus dem One Verlag von Jesse Anne Foley geschrieben. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Das hat mich schon eine ganze Weile angelacht und ich habe immer so gedacht, ah, nimmst du es jetzt mit oder wartest du noch ein bisschen? Und jetzt gab es das bei Avell und ich freue mich sehr, sehr. Und auch das sieht eigentlich gut aus. Es hat unten so ein paar Datscha, aber ist auch nicht schlimm, und den Mängelexemplarstempel und ansonsten ein super guter Zustand. Oh, mit tollem Extra. Den Soundtrack zum Buch gibt es zum Nachhören im Netz. Oh, wie toll, ich mag sowas. Ha, ich liebe Bücher, wo man den Soundtrack zuhören kann. Ich bin da total angefixt und mag das total gerne. Das ging mir bei Mr. President auch so. Da gab es auch einen Soundtrack zu und yay, yay, yay. Ich freue mich. Und das war das letzte Buch meiner Avell-Bestellung. Und jetzt schmeißen wir den Karton weg. Und ich zücke das Cuttermesser ein zweites Mal und fange an zu schneiden. Und zwar habe ich mit Avell gesprochen und nachdem ich bestellt habe und mir einiges aussuchen durfte für 50 Euro plus, habe ich dann noch mit dem Christian, der für Avell zuständig ist, auf jeden Fall für den Blogger-Kontakt, gesprochen. Und wir haben besprochen, dass ihr auch etwas bekommen sollt, wenn ich schon wieder bei Avell bestelle. Und deswegen ist dieses Paket hier eingezogen. Und in diesem Paket schlummern drei super tolle Gewinne für euch. Wenn ihr neugierig seid, was das ist, dann bleibt jetzt gerne dran. Und wenn ihr gewinnen wollt, schreibt bitte Hashtag Avell in die Infobox und erzählt, was euch an Avell so gut gefällt und welches Magellan-Buch ihr mir empfehlen könnt. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil auf Avell gibt es derzeit auch so viele Magellan-Bücher und vielleicht ist da auch eins dabei, was ihr gut findet. Und ihr könnt sagen, ja, das ist super, das möchte ich auch lesen oder irgendwie sowas in dieser Richtung. Klickt euch mal bei Avell durch, welche Magellan-Bücher da gerade so sind. Also, das erste, was ihr gewinnen könnt, das erste Paket, ist ein Hörbuchpaket. Hier haben wir vier Hörbücher, die ihr gewinnen könnt. Zum einen von Kerstin Gier, die Müttermafia komplett, wenn ich das richtig sehe. Nee, die Müttermafia und ein unmoralisches Sonderangebot. Das. Dann könnt ihr von Gisa Pauli Strandläufer und Sonnendecke gewinnen. Sind auch zwei Hörbücher in einem. Außerdem dabei ist von Katie Ford Sommer der Liebe.
Und zu guter Letzt von Gabi Hauptmann, Ich liebe dich, aber nicht heute. Ja, dieses Paket könnt ihr gewinnen. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann schreibt Paket Hörbuch rein. Und ich werde euch da in den Hörbuchlostopf schmeißen. Das ist das erste Paket. Dann für alle Dystopien-Fans unter euch und alle Hardcover-Liebhaber gibt es die Memento-Reihe zu gewinnen. Die ist komplett eingeschweißt und neu. Das sind Restposten, die sehen so aus. Also wie gesagt, da ist nichts dran. Das ist eine niegelnagelneue Buchreihe. Normalerweise würde jedes Buch 17,99 Euro kosten. In Memento geht es darum, dass ich glaube, ein Bombenanschlag war und irgendwie die Welt sich total verändert hat. Die junge Presia hat es schwer, sich und ihren Großvater durchzubringen, und als sie dann Brandway kennenlernt, fühlt sie sich auf merkwürdige Weise zu ihm hingezogen. Doch bald sind die beiden auf der Flucht vor dem Militär. Dabei treffen sie auf Partridge, der aus dem Schutz des Kapitols geflohen ist. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach der wahrscheinlich tödlichen Wahrheit. Das ist so ungefähr das zusammengefasst. Ich kann das nicht so gut. Schaut mal in der Infobox, ich verlinke euch die da. Und ja, wenn ihr Lust habt auf Memento, dann schreibt Paket Hardcover. Oder Paket Dystopie oder Paket Fantasy, wie ihr wollt. Das könnt ihr euch aussuchen. Und jetzt noch eine Reihe, die ja schon einen relativ großen Hype erfahren hat. Ich weiß gar nicht, welches das erste ist. Doch, ich glaube, das hier ist das erste. Aber wie müssen die denn dann? Ist egal. Die Reihenfolge kriege ich nicht auf die Kette. Es hat einen Hype erfahren. Ich bin tatsächlich gar nicht auf diesen Hype aufgesprungen. Aber wenn ich sie jetzt so sehe, würde ich sie eigentlich auch gerne haben. Jetzt bin ich gerade versucht, nochmal bei Avell zu bestellen. Reiß dich zusammen, Jessie. Reiß dich zusammen. Und zwar ist hier noch als letztes für euch zu gewinnen Hardwired. Die ganze Reihe, also Band 1 bis 4, wie ihr hier seht, alle in einem guten Zustand. Die haben unten alle nur ein Mängelexemplar. Das eine ist ein bisschen vergilbt, aber ansonsten sind sie in einem Top-Zustand. Da ist nichts dran. Und ja, da haben wir diesen hier. Das ist meines Erachtens der erste. Dann gibt es Hard Limit, Hard Line und Hard Pressed. Das sind die vier Bände und auch diese könnt ihr gewinnen. Das ist mehr so Erotik, hört sich ein bisschen wie Shades of Grey an, aber ja, ist wahrscheinlich auch so in die ähnliche Richtung. Trotz alledem natürlich toll, dass man die gewinnen kann. Schreibt also gerne New Adult rein und dann seid ihr hier ganz richtig. Und dann werde ich euch in den Lostopf für Hardwired schmeißen. So sehen die ganzen aus. Sind die nicht schön, diese Glanzcover? Die sind ja echt toll, ne? Ah Mann, jetzt ärgere ich mich über mich selber. Warum habe ich sie nicht mitgestellt? Ja, das war's von diesem Video. Ihr müsst dem Video natürlich noch einen Daumen hoch geben, weil ich finde, das muss mit drin sein. Und Abonnent meines Kanales sein, wenn ihr gewinnen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, bis dahin, meine Lieben. Bye.